Jeder von uns wird garantiert schon mal in dieser Situation gewesen sein. Euer Teammate ist down, er blockiert die Tür, damit die Gegner nicht pushen können. Was passiert, wenn wir den jetzt reviven wollen? In der Hektik drückt man irgendwie den Interact-Button und was passiert? Drücken jedes Mal Tür auf, Tür zu und schon sind wir alle irgendwie am Arsch. Es gibt einen simplen Trick, wie wir das verhindern können. Wir laufen auf unseren Teammate zu und halten dabei die Revive, also die Interact-Taste, mit der wir natürlich leider auch die Türen öffnen. Zumindest für die Konsolen, bei PC ist das ja was anderes. Wir halten die Taste gedrückt, dann erkennt das System nämlich das, was als erstes anwählbar wäre. Da Octane näher an mir selber dran ist, wäre das Octane. Das funktioniert aber nicht, wenn wir seitlich laufen. Ich kann es gerne mal versuchen, aber vorhin hat es nicht geklappt. Da, es geht sofort die Tür auf. Es war auch die Tür näher dran. Vielleicht könnte ich ein bisschen... Ja, es funktioniert tatsächlich auch seitlich, aber ich rate euch, lauft gerade auf den Teammate zu, gedrückt halten und zack. Dann kommt die Animation schon so ein, zwei Schritte vor Octane. Und schon seid ihr mit diesem Trick safe. Und den Trick sollte definitiv jeder kennen.